Meister und Tonassistenten haben ein hartes Leben. Am Filmset werden sie oft gedemütigt, beschimpft oder ausgegrenzt. Ich traf mich mit dem Tonassistenten Klaus Wunder, der im Filmset von Helge Schneiders neuem Film den Ton angelte. Er zählt nun erstmals öffentlich. Was hast du? Warte mal. Das geht nicht. So. Was hast du denn als Klaus Wunder? Was hast du denn als was hast du denn für Aufgaben am Set? Naja, ich muss gucken, dass ich den Ton einfange von den Mitwirkenden. Da muss ich immer hinterher kraxeln. Und vor allen Dingen ganz wichtig, die wichtigste Aufgabe ist, die schaffe ich aber nicht immer, dass man das Mikrofon nicht sieht im Bild. Aber dann sind die ganzen Aufnahmen umsonst gewesen. Das kostet einen Haufen Geld. Ich bin auch schon öfter mal verhaftet worden. Nuscheln die Darsteller oft oder hast du da Probleme? Ja, in Helge-Schneider-Filmen wird eigentlich ausschließlich genuschelt oder gemuffelt oder sind eigentlich nur noch Geräusche, aber die setzt man nachher auf der Festplatte zusammen. Angelst du auch privat? Ja, wenn ich die Möglichkeit habe, angle ich privat hier in München am See. Ich fahre zum Ammersee raus, da wo die kleine Segelschule ist, da setze ich mich hin und angel direkt am Kanal. Findest du nicht manchmal, dass die Tonqualität von der Realität viel zu schlecht ist? Die Tonqualität der Realität ist einfach total mies. Vor allen Dingen in Europa und speziell hier in Deutschland und Holland, diese beiden Länder. Und deshalb haben wir auch, hat der Helge darauf bestanden, dass wir einen Teil in Spanien drehen. Und den Ton von da haben wir dann den anderen Tönen zugesetzt. Ich habe gehört, du Tonassistenten oder gerade du als Klaus Wunder wurdest oft gequält am Set. Ist das richtig? Ja. Weil wir hatten oft weitwinklige Aufnahmen und wenn man dann praktisch aber nah an den Künstler ran muss, dann muss man sich ganz schön verrenken und die Angel muss man ganz ausfahren, damit das Mikrofon ungefähr dahin kommt, wo der Schalldruck praktisch am höchsten ist. Das schafft man fast nicht, aber ich habe es dann geschafft und habe dafür auch die goldene Krone von Dänemark bekommen. Und ich habe gehört, du hast bei Jazzclub auch geangelt, aber wolltest danach nie wieder einen Film mit Helge Schneider machen. Wieso kamst du jetzt wieder zu einer Zusammenarbeit? Bei Jazzclub musste ich so lachen, dass ich oft verwackelt habe und dass sehr oft das Mikrofon in meine Aufnahme, also in die Aufnahme von Helge oder des Kameramannes Herrn Bärenklau, hat man oft das Mikrofon wackeln sehen, weil ich so lachen musste. Und deshalb wollte ich den Beruf eigentlich aufgeben. Ich habe danach aber noch 2, 3 Filme gedreht, mit anderen Regisseuren, deren Namen ich jetzt nicht nenne, wo die Bilder so ruhig waren, wo ich dann auch im Bild mitgestanden habe, wo das nachher sowieso elektronisch so verfremdet wurde, dass man den Film nachher gar nicht mehr zeigen konnte, war absolut praktisch nur noch FKK. Hast du, letzte Frage, hast du Tipps für zukünftige Boom-Operator, Tonassistenten? Ja, üben. Danke. Danke, Klaus Wunder. Achso, Kopfhörer. Ich habe mich schon so an die Kopfhörer gewöhnt. Die habe ich in der Kino. So, jetzt gehen wir direkt mal ins Kino. Ja. Danke. Vielen Dank.